Wer ist süß? Wer wird heute getauft? Ja. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Nein. Servus Deutschland. Guten Morgen aus der Ferne. Mittelhessen. Kleinstadt. Samstag. 5. September. Oh mein Gott. Jetzt einfach duschen. Ja genau, 9.30 Uhr. Geh mal duschen jetzt. Oh, lieber Gott. So, ihr Lieben. Jetzt aber richtig einen wunderschönen guten Morgen. Wow. Was für ein Morgen. Ich bin seit wann bin ich denn hier unten? Irgendwas nach 6. Läuft bei mir. Ich habe mich gestern auch gar nicht mehr gemeldet. Also gestern Abend habe ich eigentlich dann noch Fleisch eingelegt. Also alles geschnitten, fertig gemacht. Hat echt eine Zeit lang gedauert, alles eingelegt. Und was hatten wir denn noch gemacht? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Was haben wir denn gestern Abend noch gemacht? Luftballons. Ja, diese ganze Deko haben wir ja alles gemacht. Das habe ich ja schon gezeigt. Dann hatten wir das Fleisch noch gemacht. Keine Ahnung. Irgendwas haben wir auf jeden Fall gemacht. Und ab 8 Uhr dann gar nichts mehr. Wir lagen auf der Couch. Ich konnte auch nicht mehr. Ich hatte richtig Muskelkater. Ich bin duschen gegangen, hatte meine Haare aber nicht gewaschen. Das habe ich jetzt heute Morgen frisch gemacht. Genau. Und jetzt heute früh habe ich, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht. Jetzt muss noch die Spülmaschine ausgeräumt werden. Aber hier steht jetzt alles eigentlich so fertig für die Gäste. Hier ist das, was ich gestern schon vorbereitet habe. Dann die Getränke hier. Ein bisschen was habe ich in den Kühlschrank geräumt. Hier habe ich ein bisschen was weggeräumt, aber die kleine Babystation bleibt noch. Hier werden dann noch das werde ich dann aber später frisch machen, grüner Salat und die Sachen, die dann halt noch in den Ofen kommen. Und ich drehe euch mal um. So, einmal habe ich diese Obstplatte gemacht. Yep. Ich habe es mir richtig angetan. Aber es sieht mega, mega schön aus auf jeden Fall. Hier nach wie vor, das ist ja geblieben, Spucktuch. Hier haben wir schon mal vorbereitet, gleich für die Kirche. Dann einmal hier Couscous-Salat hat meine Schwester gemacht. Dann meine Mama hat hier Kartoffelsalat gemacht. Ich habe jetzt heute Morgen dann frisch den Nudelsalat gemacht. Das habe ich heute früh noch gemacht. Hier kommt noch so Feta-Käse rein. Und dann sind ja noch die grünen Salate. Und ich hoffe, es wird alles langen. Meine Mama hat noch einen Kuchen gemacht. Ich habe hier so ein bisschen Deko reingesteckt. Und das hier ist die Torte. Genau. Ich liebe es. Die Torte habe ich bestellt bei Deine Torte. Und dann jetzt hier zum Beispiel dieser Kelch. Dann diese Tauben, die Bibel und die Kette. Die sind von Amazon. Das habe ich auch von Amazon extra. Das kann man dann halt eben selber machen. Und ich habe es halt eben noch angesprüht. Ich werde euch, so gut es geht, alles in der Infobox verlinken. Auch ja die ganze Deko und so weiter und so fort. Ach, meine Mama ist ja gestern noch gekommen und hat dem Lias hier so ein Paw Patrol Luftballon mitgebracht. Der ist komplett ausgerastet. Das hat dem richtig, richtig gut gefallen. Und dann hier, das habe ich euch gestern schon gezeigt, aber hier mal jetzt das Beispiel. Ich habe jetzt mal uns drauf geschrieben. Ich habe auch nicht Papa, sondern Dada drauf geschrieben, weil einfach die Jungs ihn so nennen sie. Aber der Lias kann aber auch Papa sagen. Und ich habe diese Dinger hier gestern. Wo habe ich die geholt? Ich glaube beim Action. Genau. Und das sind solche kleinen Stripes, die kann man rausziehen und die sind dann von beiden Seiten klebbar. Also dann kann man die nämlich hier draufkleben und das direkt da dran kleben. Mega praktisch, da muss man hier nämlich nicht mit Kleber oder sowas hantieren. Und es wird später noch richtig schön gefüllt werden. Ich glaube, es wird richtig nice aussehen, werde ich euch später auf jeden Fall zeigen. Hier habe ich schon so ein paar Polaroids gemacht die letzten Tage, aber da ist die Kamera auch bereit. Ich habe hier auch so ein paar Filme schon hier unten, aber oben noch mehr. Da werden wir auch heute fleißig Fotos machen. Genau. Ja, und was richtig, richtig blöd ist, es hat doch noch angefangen zu regnen. Ja, heute Morgen stand plötzlich, dass es doch regnet. Dann hieß es nur bis 9, dann plötzlich bis 10, dann plötzlich bis 11. Jetzt heißt es wieder nur bis 10. Aktuell regnet es gerade nicht. Es war auch kein richtig starker Regen, sondern eher so ein Niesel. Also man sieht es, hier ist nicht alles so nass geworden. Hier ist noch ein bisschen trocken. Aber aufgrund dessen konnte ich jetzt draußen nicht dekorieren oder wir konnten eben nicht die Lounge und alles schon mal aufbauen, fertig machen. Das ist ein bisschen blöd, aber ja,
meine Mama, der Thomas ist mittlerweile auch da. Meine Schwester, der Lias, die frühstücken gerade drüben noch. Den Samu haben wir jetzt mal kurz hingelegt. Der war super quengelig. Der ist ja normalerweise um diese Uhrzeit schon am Schlafen. Und schläft morgens ja auch immer seine gute 2 Stunden. Und dann ist er sozusagen fit für den Tag. Nachmittags macht er dann auch mal ein Stündchen. Aber morgens braucht er eigentlich seinen Schlaf. Und wir haben jetzt gerade erst hingelegt vor ein paar Minuten. Ich hoffe, dass er einfach mal eine Stunde schläft. Das wäre genau die Stunde, dass ich ihn schnell anziehe und dass wir dann aber auch los müssen. Joa, und jetzt werde ich die letzte Zeit nutzen. Also wir müssen eigentlich nichts mehr machen, nur noch die Spülmaschine ausräumen. Sonst ist eigentlich soweit alles fertig. Alles, was jetzt noch nicht gemacht ist, kann halt erst später gemacht werden. Ich werde jetzt meine Haare föhnen gehen. Ich bin noch am Überlegen, was ich damit anstelle. Und ich habe immer noch nicht final irgendwie ein Outfit, was ich anziehen soll. Vor allen Dingen habe ich keinen Plan, was für Schuhe ich anziehen soll. Darüber habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, aber irgendwie war nie sowas final dabei. Deswegen, also ich gehe jetzt mal ins Badezimmer und leg mal los. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal ganz kurz um 8:30 abends. Oh Gott. Ich wollte eigentlich viel mehr mitfilmen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, hat sich's nicht ergeben und ich weiß ja auch nie so genau, wer will gefilmt werden und wer nicht. Ich meine, das Hauptsächliche habt ihr gesehen, also die Deko, das Essen habe ich euch kurz gezeigt. Und ja, ansonsten waren alle überall verteilt, ein bisschen bei meiner Schwester, ein paar hier drinnen, einige waren aber auch draußen. Das Wetter war wieder richtig schön, es hat plötzlich, war die Sonne da, sogar teilweise echt warm. Viele sind in T-Shirt rumgelaufen und ich hatte auch irgendwann dann meine Jacke ausgezogen, relativ eigentlich zu Anfang, als wir hier angekommen sind. Ja. Also an sich ist alles wunderbar gelaufen. Ich werde mal schauen, ob ich ein paar Eindrücke aus der Kirche einblenden kann. Mal gucken. Muss ich noch abklären, ob ich das darf und so weiter. Aber es war sehr schön gewesen in der Kirche. Auch wirklich, es waren auch die perfekte Anzahl von Leuten. Also wirklich nicht zu viel, nicht zu wenig. Die komplette Taufe war super, super schön gewesen. Es ist halt total schade, dass wir alle mit Masken da waren. Wir konnten gar nicht irgendwie schöne Bilder machen. Deswegen haben wir das dann alles hier zu Hause gemacht. Genau. Aber ansonsten wunderschön in der Kirche war alles gewesen. Und dann sind wir nach Hause hierher. Wir haben eigentlich direkt angefangen mit dem Grillen, alles vorzubereiten. Alle haben gegessen. Im Nachzug sind noch mal ein paar Leute gekommen. Die haben dann auch noch nachträglich gegessen. Und ich habe dann irgendwann das ganze Essen so ein bisschen zur Seite geschoben, wo ich gesehen habe, alle sind fertig und habe die Obstplatte nach vorne geholt und die Kuchen. Oder beziehungsweise Kuchen und die Torte und es ist wirklich alles weggegangen. Also die Obstplatte war richtig, richtig beliebt. Der Kuchen von meiner Mutter war auch super schnell weg. Und ja, ich hatte ja die 2-stöckige Torte. Es hat jeder mindestens 1 Stück gegessen. Es war aber letzten Endes dann zu viel und ich glaube so eine halbe Torte, also nicht die obere Torte, also es war ja 2-stöckig. Das obere war auch direkt weg und von dem unteren war ungefähr die Hälfte noch übrig. Aber wir haben alles verpackt und jedem was mitgegeben. Und wir haben uns hier noch eine Kleinigkeit ein bisschen gelassen. Also nicht viel, aber alles haben wir eingepackt und mitgegeben, damit halt nichts weggeschmissen werden muss oder sowas. Deswegen, genau. Ja, ansonsten haben wir einfach ja, einen wunderschönen Tag zusammen gehabt mit der Familie, mit den Freunden, zusammen hier gequatscht, gegessen, haben auch dann viele Fotos gemacht und ja, war einfach ein
rundum gelungener Tag, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kriege gerade die ganze Zeit Fotos und Nachrichten und was weiß ich was geschickt. Wir haben unglaublich viele Fotos. Ich habe jetzt auch auf Insta-Story mich heute gar nicht gemeldet. Ich habe jetzt gerade mal ein Foto online gestellt, genau von Samo und mir. Wir haben wirklich schöne Fotos gemacht. Ich werde mal schauen, dass ich da die nächsten Tage immer mal was von poste. Genau, und ja, sind dann nach und nach auch alle gegangen und wir haben dann angefangen hier aufzuräumen, meine Schwester, meine Mama, mein Mann und ich. Genau, meine Tante hatte auf die Jungs aufgepasst, beziehungsweise die haben da auch mit dem Dietmar und mit dem Thomas so ein bisschen rumgeblödelt, rumgespielt und der Lias hat eine Waschmaschine, eine Kinderspielzeugwaschmaschine vom Dietmar, das ist der Partner von meiner Tante, geschenkt bekommen und das war das absolute Highlight. Absolute Highlight. Ich wusste ja schon, dass er das geschenkt bekommt, weil ich hatte das jetzt letztens, war doch auch, so, habe ich euch erzählt, im Kaufhof war ja so viel reduziert und so viel, weil die ja zugemacht haben. Und da hatte ich auch eine Kinderwaschmaschine gesehen und dann wollte ich die eigentlich unbedingt kaufen, habe mich aber erinnert, dass meine Tante mal gesagt hat, dass sie sowas demnächst mal mitbringen. Das ist sehr gut, dass sie mir das gesagt hat, weil sonst hätten wir jetzt zwei hier. Auf jeden Fall hat er diese Waschmaschine bekommen und die hat wirklich, die kann man mit Knöpfen betätigen und da gibt es sogar so ein Fach für Waschmittel und die dreht sich dann innen und macht Geräusche. Also das absolute Highlight, der hat sich von morgens bis abends damit beschäftigt. Also wirklich krass. Ja, ansonsten hat der Samo ganz, ganz viele Geschenke bekommen und Karten. Das steht aber alles noch da hinten. Das machen wir morgen in Ruhe, weil jetzt, ich glaube, man sieht es mir an, ich bin fix und fertig. Mein Mann ist gerade mit dem Lias Zähne putzen. Ich habe gerade mit ihm hier zusammen gegessen. Ja, der legt den jetzt ins Bett. Der Samo ist jetzt schon so seit einer Stunde ungefähr, ja, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja, so anderthalb Stunden ungefähr im Bett. Der hat sogar zwischendurch geschlafen, richtig krass. Ich habe ihn hingelegt, so gegen 12.30 Uhr, weil er wirklich müde war. Das hat man ihn richtig angesehen. Dann dachte ich mir, okay, bei der Lautstärke, mal gucken, wir haben jetzt auch keine Musik oder sowas hier an. War jetzt auch nicht super laut, also keine Party-Lautstärke oder sowas. Halt normal, wenn sich so viele Menschen unterhalten. Aber er hat es trotzdem geschafft, bis um 3 Uhr durchzuschlafen. Danach war er richtig fit und happy und er war auch bei vielen auf dem Arm und hat auch nicht gequengelt und gemeckert. Also war richtig, richtig, hat er einen richtig guten Tag gehabt. Weil vor ein paar Tagen war er ja irgendwie, hat er sehr viel gequengelt, wahrscheinlich wegen den Zähnen. Ist immer so ein Glücksspiel, gell? Wie die Kinder dann an einem bestimmten Tag, wo es halt wie wichtig ist, ob sie gut drauf sind oder nicht. Aber der Samu hat wirklich super mitgemacht, sowohl in der Kirche als auch hier zu Hause. Genau. Ja, ja, also wie gesagt, wir haben dann hier alles sauber gemacht. Es waren jetzt zum Schluss, ich glaube, wir haben 4-mal die Spülmaschine angemacht und hatten auch einiges per Hand, also mit der Hand abgespült. Ich habe die ganze Deko weggemacht, außer hier oben noch den Schriftzug Samus Taufe, aber sonst die komplette Deko weggemacht. Und ja, das Einzige, was ich morgen machen muss, ganz dringend durchwischen. Ich bin jetzt mit so ein paar Feuchttücher über irgendwelche Flecken drüber gegangen, wenn mal was verschüttet wurde oder so. Also so kleine Flecken halt eben. Aber ansonsten muss ich morgen auf jeden Fall gründlich durchwischen. Ja, aber heute mache ich nichts mehr. Ich habe den Muskelkater meines Lebens, genauso wie gestern schon. Also wirklich Rückenschmerzen und so Oberschenkel, keine Ahnung. Es ist einfach, wenn man so viele Stunden, das ist, ich weiß noch damals, als ich meine ersten Aushilfsjobs hatte, im Verkauf. Wenn man dann wirklich, wenn man es nicht gewohnt ist wirklich und dann plötzlich von jetzt auf gleich 8-9 Stunden nonstop steht, ich weiß noch genau in den ersten Tagen, dass ich da auch immer total kaputt war und dass mir das total in den Rücken und in die Schenkel gegangen ist, als ob ich, weiß der Geier, was für einen Kraftsport gemacht hätte. Weil man es einfach nicht gewöhnt ist und ja, ich bin es auf jeden Fall nicht gewohnt. Hier irgendwie geht die von morgens bis abends. Ich bin ja heute Morgen, ich weiß gar nicht, um 6 Uhr habe ich auf jeden Fall hier schon mit Obstplatte und was weiß ich was rumgemacht. Also, oh mein Gott. Mein Rücken tut richtig, richtig weh, schon seit ein paar Tagen. Ja, also seit
ganz, ganz, ganz vielen Stunden war ich auf jeden Fall auf den Beinen. Habe natürlich auch zwischendurch mal gesessen, gequatscht oder gegessen, aber ich bin halt auch viel rumgelaufen. Und vor allen Dingen heute Morgen allein schon die ganzen Stunden alles zu machen und dann jetzt am Schluss alles aufzuräumen, zu putzen, die ganze Deko wieder wegzumachen und. Das ist schon einiges auf jeden Fall. Deswegen, ich bin fix und fertig. Und ich werde jetzt, ich denke, echt bald einschlafen. Und morgen, der Sonntag, wird einfach nur gechillt. Ich werde nichts machen. Ich muss ein paar Maschinenwäsche waschen, aber das macht sich ja von alleine. Ansonsten wird morgen echt nicht großartig was gemacht. Und darauf freue ich mich. Ich werde sehr wahrscheinlich baden gehen. ja. Mein Mann hat gerade auch noch Flaschen weggebracht, das ganze Pfand, den ganzen Müll und so weiter. Und dann ist er zum Edeka gegangen und hat geschaut, ob mein Häagen-Dazs-Eis da ist, weil er wollte unbedingt, dass ich das Eis bekomme. Er sagte, du hast es dir verdient, du hast so viel gemacht, jetzt kriegst du mal dein Lieblingseis. Aber die hatten es nicht da. Und der Edeka ist hier so 5 Minuten von uns entfernt. Und was hat er gemacht? Der ist nochmal zum Rewe gelaufen. Und da läuft man auf jeden Fall gute 15 Minuten hin. Ist er hingelaufen, wieder zurückgelaufen und kam total enttäuscht nach Hause. Sagt er, ich habe alles probiert. Ich wollte es dir unbedingt, dass du dir es gönnst, weil du das echt verdient hast. Aber es gab nicht. Voll süß. Ja, aber wir werden jetzt hier in Ruhe noch auf der Couch sitzen, einen Film gucken und ich denke, wir werden heute beide früh schlafen gehen, weil ich bin völlig fertig. Man merkt es mir an, deswegen hier auf zu quatschen, ihr Lieben, und melde mich morgen wieder. Genau, also bis dann. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Augenpads sind notwendig. Wir haben jetzt gerade zusammen gefrühstückt. Der Elias hat sich mal wieder Pfannkuchen gewünscht, aber wir werden das nur noch sonntags machen. Jetzt ist vorbei. Mein Mann muss ja ab morgen wieder arbeiten. Hier, dann mach aus. Musst du draufdrücken. Der Staubsaugerroboter läuft. Wir werden jetzt mal die ganzen Geschenke hier auspacken. Das haben wir nämlich gestern nicht mehr gemacht. Das werden wir jetzt mal nach und nach machen. Ja. Alle sind weg. Alle sind weg. Nein, ja. Ja, die müssen wir jetzt mal alle auspacken und gucken, gell? Ja, heute wird ein ganz, ganz gechillter Tag, deswegen werde ich mich mal nach und nach melden. Ich werde euch vielleicht später mal zeigen, was er so bekommen hat, einfach nur so ein bisschen was. Genau. Und hier ist auch noch ein Luftballon, den hat er von meiner Mama bekommen. Und Alias, dieses riesige Ding. Das ist so cool. Ein Elefant und ein Rüssel. Was für eine coole Idee. I like it. So, wir sind fertig mit Auspacken, haben hier noch weiter aufgeräumt. Die Küche ist wieder fresh. Ich sitze hier gerade mit dem Samu hier mit dem Ballon am Spielen. Der Elias ist bei meiner Schwester drüben und mein Mann ist oben noch irgendwie was am Machen. Ja, Geschenke waren eigentlich hauptsächlich im Prinzip Taufkarten mit Geld drin. Einmal war auch ein Gutschein drin. So ein Goldblättchen, so einen kleinen Barren praktisch bekommen, genau. Und eine Goldkreuzkette. Und auch ein bisschen Klamotten. Und auch so ein Spielzeug, wo hier so Figuren drin sind, die man dann halt richtig reinmachen muss. So. Und dann auch noch solche Lätzchen extra zum Essen, die man dann so abwischen kann. Also richtig praktisch. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier gerade so rot aussehe. Eigentlich, wie man sieht, habe ich da gar nichts. Aber so im Licht. ja, aber wie gesagt, hauptsächlich Geld. Waren auch ein paar Flaschen Alkohol mit dabei. Und ja. Ja, mein Schatz. Ich werde jetzt nächste Woche zusehen, dass ich irgendwann mal mit dem Samu ein Foto machen gehe. Ja, guck mal hier. Passbild für einen Reisepass. Genau, damit ich dann mal ein Konto eröffnen kann. Ja, mein Schatz. So lange wird es bei uns zwischengelagert. Nicht im Haus, im Konto. Möchte ich ein bisschen was im Haus machen. Ich muss ganz dringend wieder mal hier Samu seine Wickelkommode aussortieren, genau. Da ist ganz viel noch in der 74 drin. Das muss komplett raus. Er hat jetzt auf jeden Fall die 80. Also er hat jetzt auch gerade 80 an. Schaut mal. Und die ist wirklich, sitzt ganz normal. Also
es ist nichts mehr irgendwie zu groß, zu lang oder sowas. Also er braucht jetzt auf jeden Fall die 80. Ja. Der rastet hier komplett mit seinem Ballon aus. Auf jeden Fall muss ich halt schauen, ob ich noch irgendwas besorgen muss für die nächsten 2-3 Monate oder nicht. Ja. Hat jetzt auch ein paar Sachen geschenkt bekommen in der Größe 80. Richtig süß, kann ich euch später mal zeigen. Aber ich habe jetzt alles schon in die Wäsche gemacht. Wäsche wird auf jeden Fall nämlich heute ein paar Mal laufen. Von uns und von den Jungs. Bing! 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 So, Rille, ich habe jetzt alles in Angriff genommen. Die ganze Größe 74, egal welche Marke und so weiter und so fort, weil manchmal fällt ja etwas größer oder kleiner aus. Ich habe jetzt alles rausgeholt von der 74 und ich habe mich jetzt entschieden, nicht nur die 80, sondern auch die 86 hier reinzunehmen. Weil manche Sachen von der 86 passen ihm sogar, wenn es zum Beispiel von C&A ist oder von Primark, dann ist es ihm so, okay, es passt nicht perfekt, ist schon noch ein bisschen groß. Aber ja, deswegen, also H&M ist immer so dieses... Also ihm passt jetzt zum Beispiel H&M 80. Das bedeutet, ihm passt auch von C&A und Primark die 86. So meine ich das. Genau. Ich habe jetzt ein paar, also im Prinzip ist jetzt gerade so gut wie alles leer, wie man sehen kann. Geht es einigermaßen. Da hatte ich nämlich die letzte Zeit ja schon viel in der 80 gekauft, die Sommersachen, weil ich gemerkt habe, die 74 T-Shirts oder kurze Hosen, das geht halt eben gar nicht. Deswegen, hier geht's noch. Und ich habe jetzt hier auch noch so Schwimmsachen gelassen. Man weiß ja nie. ein paar kurze Hosen, ein paar T-Shirts, ein paar so Kurzarm-Bodies lasse ich auf jeden Fall, weil das geht ja immer, gerade unter so einem Sweatshirt oder Pulli, wenn es richtig kalt wird, braucht man das auf jeden Fall. Deswegen so ein paar Sachen in kurz oder einiges ist eigentlich noch da. Hier mache ich dann die Schublade für Langarm-Bodies und Oberteile. Hier kommen dann Langarm-Schlafzüge rein. Da ist aktuell nur eins da. Dann die ganzen Hosen. Die haben unglaublich viele Hosen. Und ich werde auf jeden Fall auch noch die ganzen Socken durchgehen. Hier unten sind nämlich noch mehr Socken. Genau, weil da ist eben auch einiges zu klein. Ich muss das aussortieren. Ich muss meinen Arm mal gerade ablegen. Oh Gott. Genau. Ich habe jetzt zwei große Kartons. Dieser Karton und dieser Karton sind alles mit Größe 74. Das kann auf dem Dachboden. Und ich habe jetzt auch gerade schon, ich hatte heute Morgen die erste Wäsche angemacht von unserer Buntwäsche. Die habe ich jetzt gerade in den Trockner gemacht und die erste Maschine angeschmissen von 80-86. Genau. Und es gibt aber auch noch eine zweite, weil wir hatten generell Wäsche von den Kids. Auf die warte ich aber noch, weil da sind natürlich noch einige Sachen in 74 drinnen. Gehe ich mal von aus und die werden noch hier einsortiert. Die Jungs machen Faxen da unten. Ja, ich bin jetzt aber soweit hier fertig. Wir haben jetzt 12:30, deswegen ich werde mal schauen, ob wir irgendwas zu essen da haben. Das hört sich so bekloppt an, aber wir haben echt, unser Kühlschrank ist so gut, in Anführungszeichen, wie leer. Ich hatte ja wirklich nur für die Feier eingekauft, aber morgen ist es soweit. Ich glaube, morgen oder übermorgen, vielleicht morgen, wenn mein Mann zu Hause ist, werde ich echt einen Großeinkauf starten und wirklich unseren hoffentlich neuen Kühlschrank, der morgen kommen wird. Positiv denken. Dann ein Bein. Genau. Und erstmal befüllen, bis um geht nicht mehr. Oh Mann. Ich werde... Ach so, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Kinderbibel geschenkt bekommen. Die hatten wir vom Pfarrer bekommen. Voll süß. Dann habe ich jetzt hier natürlich die dann habe ich hier natürlich das Bild hier hochgenommen. Das, den Taufbrief. Das muss ich hier auch dran machen. Und dann hier auch noch unsere Liste für alle oder beziehungsweise unsere Ballonparty hier für alle, die da gewesen sind. Genau. Das Problem ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich aufhängen soll. Ich erkläre auch warum. Der Lias, der war so, ich muss mal zumachen, die sind mir zu laut da unten. Der Lias war ungefähr, ja gut, im Prinzip hat der Lias nie so richtig alleine geschlafen. Der war ja immer bei uns im Schlafzimmer, der hatte ja erst ein eigenes Zimmer, seitdem wir halt eben hier im Haus waren. Und da war er anderthalb, ein bisschen älter als anderthalb, fast zwei, genau. Aber
Den Samu möchten wir in seinem eigenen Zimmer schlafen lassen, wenn er theoretisch durchschläft. Wir gucken mal. Also momentan ist es so, dass er in der Regel einmal die Nacht wach wird. Es passiert aber auch mal, dass er zweimal die Nacht wach wird. Wobei eigentlich einmal. Es kommt halt immer darauf an, wann wir selber ins Bett gehen. Also er meldet sich meistens zwischen 10 und 11 abends. Also er liegt ja so gegen 6, 7, legen wir ihn meistens ins Bett. Das heißt aber nicht, dass er da seine letzte Flasche bekommt, weil es kann sein, dass er um 4, 5 seine letzte Flasche hatte. Genau. Und er meldet sich meistens so gegen 22, 23 Uhr. Das ist so seine Zeit, wo er dann seine Flasche hat. Und dann meldet er sich, das ist total unterschiedlich, mal um 2, mal um 3, mal um 4, mal um 5. Also total unterschiedlich. Irgendwann da möchte er halt eben noch mal eine Flasche haben. Genau. Und das sind halt so wirklich diese mitten in der Nachtzeiten, wo wir Angst haben, wenn er dann halt wach wird, dann weint er. Und dann wird er sehr wahrscheinlich den Dias hier oben wecken. Das ist das Ding. Deswegen möchten wir noch warten, bis er vielleicht diese Flasche nicht mehr braucht. Oder halt erst so, wenn wir jetzt wissen, es ist immer so gegen 5, 5.30 Uhr, 6, dann ist es kein Thema. Aber es ist halt auch oftmals 2, 3 Uhr. Und dann ist es halt blöd. Genau, aber das wird ja nicht mehr allzu lange dauern. Der Samu ist ja jetzt 9 Monate alt. Wo ist bitte die Zeit hin? In noch nicht einmal 3 Monaten ist hier schon wieder eine große Party angesagt, der erste Geburtstag. Genau. Und das Ding ist, wir haben das Zimmer ja noch nicht so wirklich eingerichtet. Also dieser Schrank wird sehr wahrscheinlich da bleiben, weil es gibt eigentlich keine andere Stellenmöglichkeit, außer natürlich hier. Aber ich glaube, so hinter der Tür ist es eigentlich ganz gut. Und wir wissen halt noch nicht, wie wir es dann stellen werden. Ob diese Kommode dann hier bleibt und die Wickelkommode bleibt auf jeden Fall. Da passt ja super viel rein und er ist ja dann halt auch logischerweise noch ein Windelkind. Aber wo stellen wir zum Beispiel sein Bettchen hin? Kommt die Wickelkommode hier ganz an den Rand dran und dann hier eben das Bettchen oder hier, wo die Kommode ist oder vielleicht sogar hier hin, da ist ja auch noch viel Platz. Es ist alles noch so unentschlossen und ich möchte eigentlich erst final dekorieren, wenn ich weiß, okay, dass ich eben genau weiß, okay, wo steht welches Möbelstück und danach dekoriere ich dann eben. Nicht, dass wir am Ende vielleicht doch irgendwie den Schrank doch hier hinstellen und dann, keine Ahnung. Deswegen, ja, weil hier diese Zwischenwände, also alles, was Zwischenwand ist, da kann man einfach einen Nagel in die Wand hauen und dann ist alles super. Aber die Außenwände, sowohl diese Seite, muss alles gebohrt werden. Da passt, da kann man nicht einfach mal einen Nagel in die Wand hauen und dann sagen, ach ja, wenn es mir nicht mehr gefällt, tue ich es irgendwo anders hin oder sowas. Das ist halt das Ding. Bisschen blöd. Aber solange das eben nicht so wirklich der Fall ist, werde ich diese Bilder auf jeden Fall hier hinstellen. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Ich werde das hier sehr wahrscheinlich wegnehmen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin so schlecht. Ich hoffe, ich kriege es noch irgendwie hin, weil ich finde das so süß, auch so als Erinnerung. Und das hier auf jeden Fall wird auch hier hingestellt. Das mache ich gleich. Richte das hier mal schön an, dass wir das auf jeden Fall hier noch sehen und als Erinnerung haben. So, jetzt bin ich aber eigentlich fertig, deswegen werde ich jetzt gleich runtergehen und mal schauen, ob wir irgendwas zu essen finden. Ansonsten habe ich auch überlegt, könnten wir vielleicht sogar irgendwie essen gehen. Es ist nämlich echt schönes Wetter, die Sonne scheint, blauer Himmel. Irgendwie hier, keine Ahnung, mal gucken. Ich rede mal gleich mit meinem Mann, vielleicht bestellen wir auch was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn die Kinder dann bald schlafen, werde ich ein bisschen baden gehen und Beauty-Time machen. Ich freue mich. So, da melde ich mich mal wieder. Wir haben jetzt gerade auch schon den Kühlschrank wieder hierher verfrachtet, weil der Kühlschrank wird ja bis hierher getragen und dann auch da in die Ecke gestellt. Also insofern er natürlich morgen kommt. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube erst daran, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Ich habe gerade, weil der Samu ist am Schlafen, auch richtig schön tief. Wir haben ihn hingelegt, der ist direkt, hat sich gar nicht mehr gemeldet. Und jetzt hat gerade die Miami von innen an der Tür gekratzt, die war anscheinend noch im Schlafzimmer. Jetzt bin ich ganz schön hochgerannt, dass der Samu nicht davon wach wird. Genau, wir haben gerade zu Abend gegessen.
Die Männer haben gerade Zähne geputzt und sind jetzt gerade dabei, Pyjama anzuziehen. Ja, ich war zwischenzeitlich baden. Auch ziemlich lange. ich bin hochgegangen, als die Jungs geschlafen haben und bin runtergekommen. Da waren die beiden auch schon wach gewesen. Genau. Ich habe einen Vlog online gestellt. Ich habe heute insgesamt 3 Maschinenwäsche gewaschen. Und die dritte Wäsche ist gerade noch im Trockner. Die müsste auch in einer halben Stunde ungefähr fertig sein. Und die zweite Wäsche war auch Kinderwäsche, aber was für ein Berg. Und die habe ich gerade alle oben zusammengelegt und auch schon eingeräumt. Also richtig gut, das ist schon mal abgehakt. Dann habe ich nämlich morgen nur einen Wäschekorb einzusortieren und nicht zwei. Wie jeder kennt, gerade bei kleinen Kindern ist es unglaublich viel. Das sind so viele Teile. Ja, und das war's. Ein ganz gechillter Sonntag. Meine Schwester war noch ein bisschen da, beziehungsweise sie war noch drüben und also total unspektakulär. Ich habe mir noch eine Gesichtsmaske gemacht. Meine Haut ist so baby weich. Ich liebe die Coco Clear Maske einfach so sehr. Ja, ich werde jetzt, habe den Fernseher gerade schon angemacht, werde jetzt mal einen Film raussuchen, was wir uns gleich anschauen können. Und dann lassen wir den Abend somit ausklingen. Jetzt ist aber noch eine halbe Stunde Zeit. Werde ich noch ein bisschen an den PC gehen, noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten passiert heute nichts mehr, ihr Lieben. Ich melde mich morgen wieder bei euch in der Hoffnung, dass ich morgen euch einen neuen Kühlschrank präsentieren kann. Also Däumchen drücken. Bis morgen.